Bioscan, Bioresonanzgeräte, ein großer Markt derzeit im alternativen Gesundheitsbereich. Worin besteht der Markt? Der Markt besteht natürlich in allererster Linie, die Geräte zu verkaufen, den Bioscan zu verkaufen oder artgleiche Produkte. Der zweite große Punkt ist, wenn man so ein Gerät gekauft hat, dass man dann die Analysen verkauft, dass Leute zu einem kommen können und sich analysieren lassen können durch so ein Bioscan-Gerät. Und der dritte Punkt ist, dass ausgehend der Analyse durch Bioscan-Bioresonanzgeräte Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden und das natürlich dann auch diesem alternativen Gesundheitsunternehmen zugute kommt. Das heißt, hier sind drei Punkte, wo Menschen nicht wenig Geld investieren, um gesünder zu werden. Was ist die Funktionsweise solch eines Bioresonanzgerätes? Es misst unser Magnetfeld mittels Skalarwellen und bildet unsere Bioresonanz ab. Okay, das lasse ich einfach mal so stehen. Ich kann es physikalisch nicht verstehen, ich nehme es einfach mal energetisch so an. Ich verstehe auch nicht, wie ein Ultraschallgerät funktioniert, trotzdem messe ich den Ergebnissen dann eine gewisse Bedeutung bei. Allerdings muss da eine gewisse Logik, wenn ich mit dem Verstand arbeite, auch dahinter sein und eine gewisse Reproduzierbarkeit. Und genau das ist der Punkt, wo einige YouTuber, die ich gleich noch erwähnen werde, und auch eine Münchner Forschungsgruppe geschaut hat, inwieweit macht, könnte das Sinn machen. Auch wenn wir das Prinzip nicht verstehen von Skalarwellen, von Bioresonanz und die Hersteller über Wissen verfügen, was 99,9% der Menschen eben nicht haben, sowas kann natürlich sein, deswegen gibt es ja auch Patentierungsverfahren, dass jemand mit besonders gutem Wissen, hohem Wissen, ja, da auch Geld machen kann. So, und nun hat eine Münchner Forschungsgruppe damit experimentiert. Den Beitrag, den tue ich euch unten auch verlinken, sehr interessant. Und dabei ist herausgekommen, dass zum einen die Personen, die sich schon bewusst gewesen sind, dass sie Defizite haben, dass sie Krankheiten haben, dass das Bioresonanzgerät und das Bioscangerät dieses nicht erkannt hat, im Gegensatz zu herkömmlichen und natürlich auch viel teureren Verfahren, zum Beispiel Nährstoffmangel. Das Bioresonanzgerät zum einen soll eben auch, wenn man einen Nährstoffmangel hat, das aufdecken. Und das hat es nicht getan in diesem Bericht der Münchner Forschungsgruppe. Und des Weiteren hat man einen Test gemacht, indem man dieselbe Person an fünf verschiedenen Stellen sich testen hat lassen von demselben Anbieter, vom Bioscan. Und jedes Mal ist ein unterschiedliches Profil rausgekommen. Das bedeutet, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendetwas nicht. Und der Anbieter hat dann da argumentiert, dass so, wenn ein Magnetfeld und die Bioresonanz gemessen wird, dass es dann energetisch halt in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Ergebnisse gibt. Aber fällt wirklich unser zum Beispiel Selengehalt oder unser Magnesiumgehalt, nur weil wir energetisch nicht ganz so cool drauf sind, von einer Minute auf die andere? Ist für mich schwer nachvollziehbar. Und ich habe halt immer im Hinterkopf, man verdient sehr viel Geld damit. Und man muss auch sehr viel Geld ausgeben dafür, dass man eben an so einem Test teilnimmt und eventuell dann auch Geld ausgibt für Nahrungsergänzungsmittel. Und von daher, ja, habe ich ein etwas ungutes Gefühl. Und der Test ging noch weiter. Man hat dann diese Diode oder was auch immer, diesen Stick, den man die ganze Zeit in der Hand hält, hat man in einen Leberkäse gesteckt. Und auch in dem Leberkäse wurde dann ein Persönlichkeitsprofil, also ein Profil einer Persönlichkeit, was an Nährwerten da ist und so weiter, komplett erstellt. Und das ist natürlich schon mir etwas suspekt, wenn ein Leberkäse, und zwar also von den Werten her, nicht irgendwie, dass dann die Werte halt energetisch ganz komisch dann waren, sondern die waren wie auch von den Menschen vergleichbar, dass man dann sagt, hey, das ist aber auch komisch. Und derselbe Leberkäse hat auch innerhalb von verschiedenen Testversuchen immer wieder komplett andere Profile gehabt. Da hat er mal einen Selenmangel gehabt, dann Magnesiummangel und so weiter. Und ich glaube nicht, dass ein Leberkäse sich energetisch so, ja, verändert, dass er dann plötzlich... Es ist einfach für mich, für mein Empfinden, nachdem ich diesen Bericht gehört habe, übersteigt es meinen Glauben daran, dass so ein Bioresonanzgerät Sinn macht.
Und da gibt es eben auch noch andere YouTuber, die sich damit beschäftigt haben. Und ich möchte zwei da hervorheben. Das ist einmal der Joachim von Kohl und Karma, hieß der Kanal, ich weiß nicht, ob er immer noch so heißt. Der hat dieses Bioresonanzgerät oder ein Bioscan-Gerät sich gekauft und dann eben auch zu Hause ausprobiert. Und unter anderem auch mit einfach nur einem feuchten Handtuch. Und auch dieses feuchte Handtuch hatte ein Profil, was eben ähnlich dem eines Menschen ist. Und das ist auch etwas komisch. Und dann gibt es noch jemanden, das ist der Daniel Pugge, der hat so ein Gerät mal auseinandergenommen und rein wissenschaftlich analysiert. Und auch wenn ich, was den Daniel seinen Kanal angehe, da bei einigen Themen, sicherlich gerade was tierische Ernährung angeht, auch die Makronährstoffverteilung, nicht übereinstimme, so hat mich dieses Video doch auch sehr überzeugt in meiner Annahme. Ich habe noch nie so ein Gerät gekauft, ich habe mich auch noch nicht testen lassen, aber ich habe ausgehend dieser ganzen Berichte entwickelt sich in mir ein Gefühl, was ich euch eben auch mitteilen möchte, und das ist, lasst die Finger davon. Lasst die Finger vom Bioscan-Gerät und Bioresonanzgeräten. Das ist ein Gefühl, was ich ganz stark in mir mache. Das ist ein großer Markt, wo Geld damit verdient wird. Es gibt ja auch andere YouTuber, die halt den Bioscan anbieten und das auch auf YouTube dann offensiv betreiben und sagen, hey, kommt zu mir, ich mache mit euch einen Bioscan für, weiß ich nicht, 50 Euro oder 100 Euro. Keine Ahnung, was das kostet, aber es kostet, glaube ich, schon einiges. Und ja, und verdienen damit dann eben auch Geld. Und es gibt die Nahrungsergänzungsmittelindustrie, die sich tierisch freut über, wenn man an einem Tag Magnesiummangel hat, am nächsten Selen, dann kauft man Magnesium und Selen. Und wahrscheinlich, wenn man das oft genug hat und sollte das Gerät tatsächlich, wie viele vermuten, willkürliche Daten ausspucken, dann hat man irgendwann alle Nahrungsergänzungsmittel gekauft. Das natürlich, ja, fühlt sich in meinen Augen so an, als dass ich tatsächlich, da wiederhole ich mich gerne, einfach warnen würde, ausgehend von meinem Gefühl, sich Bioresonanzgeräte wie den Bioscan zu kaufen und einen Test machen zu lassen und dem eine gewisse Bedeutung zu schenken. Ihr habt mich darum gebeten, um meine Meinung zu diesem Thema. Das sind alle Informationen, die mir zur Verfügung stehen. Ich verlinke euch sowohl den Kanal von Daniel Pucke, von Joachim und auch von dem Bericht, den ich gesehen habe, und darauf habe ich meine Informationen quasi gegründet. Und was ihr daraus macht, ist eure Sache. Ihr habt mich gebeten um eine Meinung zum Thema Bioresonanz, Bioscan, und ich habe das euch heute ja dargebracht. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht hat ja der ein oder andere ein Bioscan-Gerät, vielleicht hat der ein oder andere mehr Informationen. Für mich ist eigentlich ein ziemlich eindeutiges Gefühl, dass ich das für mich nicht in Erwägung ziehen würde und entsprechend ja auch intuitiv eher eine Warnung aussprechen würde, als dass ich sage, hey, ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Obwohl ich sehr gerne sehr viel ausprobiere. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir treffen uns unten in den Kommentaren. Bis dann, euer Christian.